Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier auf dem Marsch. Wir werden jetzt Dünger verkaufen. Ich habe mich für die Raiffeisen entschieden, weil die Preise sind nicht so groß unterschiedlich. Deswegen ist die Raiffeisen die erste Wahl, die ist ja dicht bei. Die Getreide AG ist ja weit weg. Das wäre dann nicht so prickelnd, ne? Und Dünger haben wir jetzt einmal voll produziert. Das können wir gut für 1000 verkaufen. Also verdienen wir jetzt locker 150.000 Euro. Ein Schlag, ne? Das ist doch was, ne? Und das mit Schwierigkeit normal. Ja, 10. Folge heute. Und auf geht's. Jetzt kann ich weiterarbeiten, die Produktion. Ich war ja voll. Von daher ist es ganz gut, dass wir jetzt was gefahren haben. Und die Reifeisen hätte ich bei, das ist ja ziemlich zügig. Und dann können wir mal sehen, das müsste Kale behalten für Dünger, für Saatgut. Ich meine, ist ja an sich Quatsch, aber das funktioniert halt so, ne? Immer jeder weiß normalerweise, wenn ich jetzt Weizen haben will, muss ich Weizenkorn nehmen, ne? Und nicht Trikale. Da gibt es spezielle Saatgutfirmen, die nur Saatgut herstellen. Ne? Also natürlich kann man auch im Normalfall die eigene Saat nehmen zum Aussehen. Bis auf wenige Ausnahmen, wo es nicht erlaubt ist. Wegen Lizenz und so ein Zeug. Siehe Monsanto, einer, das man gehört hat im Fernsehen oder im Radio. Ich glaube eher Fernsehen. Gastberichte, die hatten sich alle verklagt, Prinzip, die das gemacht haben. Weil Saatgut wollten die ja weiterverkaufen, ne? Das ist ja Geschäftsmodell, ne? Und wenn du jetzt von einem kaufen kannst und darfst, letztendlich, dann musst du dafür auch noch entsprechenden Pflanzenschutz kaufen, weil das für Saatgut entsprechend eingestellt ist. Und dann wird es am Ende teuer, ne? Ob es nachher auch der Ertrag passt und stimmt, das weiß ja hinterher vorher keiner, weil das kann ja auch wettermäßig entsprechend ungünstig laufen, ne? Aber du hast erstmal bezahlt für Saatgut und Dünger, ne? Und Pflanzenschutz. Das ist ein Bombengeschäft. So, das wäre die Ernte. Also, wir können jetzt bauen die Malzfabrik. Das heißt, da müssen wir mal schauen. Da fahren wir erstmal Richtung Lager. Bei dem Lager kriegen wir dann gleich den Weizen und die Gerste für den Malz. Aber da muss ich mal schauen, vielleicht geht auch die Dekade dafür. Im Prinzip ist das fürs Bier egal, ne? Na gut, der Geschmack könnte anders sein, ne? Natürlich ist Gerste dafür die erste Wahl. Wahrscheinlich auch deswegen, weil es ertragreich ist oder ja, geschmacklich wird es auch einen Grund geben, ne? So, erstmal schauen, wo wir es hinbauen. Und zwar idealerweise, sagt man so, in der Brauerei, ne? Das heißt, da ist die Brauerei. Wir suchen. Und jetzt gehen wir hier nebenan, hier das Feld hier. Das wollte ich hier. Das ist hier die Fläche, die ich nutzen möchte. Das ist die Fläche Nummer 35. Das kann ja kein Vermögen kosten, ist ja relativ klein. Hauptbeginnfalls. Das kostet mit der Ex zusammen knapp 40.000. Kaufen wir mal. So. Was wir hier dann machen werden, keine Ahnung. Jo. Bisschen Gras vielleicht, ne? Wenn überhaupt. Ich schau mal hier, dass wir jetzt die Brauerei kriegen, und zwar die Fläche sind gekauft, die Malzfabrik. Hauptsache, die passt hier auch hin. So, das heißt Gebäude. Gehen wir hier rein. Brauerei, Düngerherstellung, Erdhaufen, Diesel, kostet auch noch ein bisschen was. Fische machen wir nicht, ne? Erstmal nicht.
Holzstamm machen wir auch nicht. Käserei, Klärwerk. Malzfabrik. Oh ja, reicht gerade so. So, C. So. Das muss ich mir mal angucken, ne? Also, wenn ich mir so anschaue, kommen hier die Paletten raus und da wird reingefahren. So war es nicht gedacht. Komposter, Meerfabrik. Oh, das ist echt müde. Schlachter. Also teuer. Wie gesagt, brauchst Getreide, Wasser, Paletten, es kommt raus Schweinefutter und Malz. Also hier scheint Weizen und Gerste zu sein. So. Ich kann da mal gucken, drehen, wie es aussieht, ne? Bin ja dabei flexibel. Wir wollen ja mit dem LKW rauf und runter fahren, das heißt, den Augenblick ist es ungünstig, wenn wir so hinstellen. Dann kommen wir da ja einen guten nicht vorbei. Ne? Und da links ist sicherlich für Schweinefutter, da können wir auch gut, also wir können nur quer fahren. Ne? Und das ist aber hinten. Und dann werden wir uns mal drehen. Ne? Wir werden uns mal drehen, ne? Dass wir die Straßenseite sehen. Und dann werden wir das Gebäude drehen, ne? Logischerweise. Dann kommt da Wasser rein. Dann können wir das Wasser gleich nutzen an der Brauerei. Straße. Ist ja Wiese, ne? Ja, das passt schon so. So sieht schön aus, ne? Also normalerweise ist sowas in der Brauerei integriert, dass die Prinzip vor Ort das herstellen. Hier haben wir einen halben Produktionszweig mehr, ist okay. Ist in Ordnung, ne? Ich sag mal so, wir nehmen das, was wir kriegen, ne? Wenn wir selbst nicht bauen können, ist es so. So, jetzt mal ganz kurz gucken. LKW. Dann werden wir jetzt gleich mal das Rest Weizen und Rest Gerste hinfahren, ne? Dafür zumindest zum nächsten Mal im Frühjahr dann hier, sobald wir unsere Getreide kriegen, dass wir da entsprechend arbeiten können. Wir haben ja das Gerste ausgesät, Weizen ausgesät und auch ja. Das müsste eigentlich funktionieren. Raps haben wir auch ausgesehen. Von daher war also Raps nicht für Bier, aber für halt Diesel. Ne? Und den ich jetzt im Lager habe, den werde ich noch behalten, bis ich das entsprechend leisten kann. Ne? So, Weizen ist alle. Gerste. Und Trikale werde ich wahrscheinlich nehmen, wenn wir Saatgut herstellen können. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Und dann brauchen wir noch die Schlachthof für die Schweine und die Produktion für. Also wir verkaufen ja noch Bier. Das werden wir jetzt noch mal erstmal machen. Und zwar werden wir jetzt hier auf Leerpaletten hinfahren. Und dann werden wir gleich mal die Paletten für Bier und Fässer wegfahren zum Verkauf. Und dann mal sehen, was wir damit verdienen und dann können wir immer noch sehen, was am Ende bauen werden, ne? Oder auch bauen werden. Also Schlachterei braucht ja auch Verpackung, also Pappe und Papier. Also in der Beziehung müssen wir erstmal das eine bauen und dann das nächste bauen. Schweine wachsen ja indessen schon mal ein bisschen, ne? Also im Frühjahr müssen wir das bald fertig haben. Sonst kriegen wir hier ein Platzproblem und wir müssen die Schweine dann an Händler verkaufen.
Weil sonst kriegen die auch bald Junge, ne? Und dann, dann ist es kritisch. Dann wird es nachher arbeitsintensiv, sagt man ganz vorsichtig, ne? Weil ich könnte den großen Stall nehmen und 500 Tiere und alle da reinhauen. Ist sicherlich möglich. Aber das ist ja nicht der Grund dafür, ne? Das mal. Die Staffel wird ja nach und nach 90 Tiere bekommen können. Wie gerade noch läuft. Und dessen läuft ja die Rühmschutzfabrik. Ja, ist ja kleiner auch, ne? Und dann werden wir irgendwann auch nochmal Zuckerfabrik bauen. Naja, aber Stück für Stück. So können wir alles erwerten. Und dann können wir auch mal sehen, naja, wo man 3 Tage. Gut, wenn wir auf 1 spielen. Dann kommt ja auch die Zeit rein dafür, ne? Also 1 ist ja die Zeit. Ja. Also sehr, sehr, sehr lange, ne? Ist ja normale Uhrzeit. Und da sind ja 8 Stunden Spielzeit in Anführungszeichen. Das ist ja sehr lange, ne? Und die Nacht ist dann halt nur 30. Und da wären wir ja blöd, in Anführungszeichen, wenn wir jetzt hier das nachts immer mal 6-mal machen würden, ne? So, jetzt der andere. So, mal sehen. Das heißt, die geht nicht abkippen. Damit dann nicht angenommen wird. Nur Gerste. Gut, der Trigger ist dann ein bisschen weiter hinten. Das ist aber kein Problem. Vielleicht können wir mal Weiz probieren. Der Malz ist mir egal. Normalerweise ist der Malz so, dass du keine. Oh, gut, wir Platz haben hinten, ne? Können wir nicht alle schön. Pflaster, ne? Das Wenderadius. Oder wir müssen da eine Straße auffahren. So. Da wollte ich sagen, Weizen wieder auch. Haben wir doch angezeigt im Erklärzeichen da haben möchte. So. Holen wir gleich Wasser. Das ist ja schon mal vorhanden. Hier das Ding voll machen. Ja, das ist alles an einer Ecke. Hat auch Vorteile. Könnte auch ein kleines Lager hier bauen, ne? Und dann fleißig von da dann hinfahren, ne? Vorne rein. Könnte man machen. Weizen und Gerste als Lager hier irgendwie errichten. Mal schauen, wie es aussieht, ob wir das hinkriegen. Oh, Wasser. Dann brauchen wir noch Leerplatte. Für Produktion müsste eigentlich kein Problem sein. Bestes Grundwasser. Normalerweise wird Wasser mal aufbereitet, dass es weich ist. Weil kalkhaltiges Wasser schmeckt nicht so gut. Aber idealerweise ist man nimmt Wasser aus dem Fluss, und zwar vom Gebirge. Nicht so nicht von der Elbe oder so, sondern eher von der Quelle. Also bloß nicht von so einem Bach, der schon lange geflossen ist, das ist ungünstig, ne? Der braucht gerade noch Leerpalette. Muss ich holen. Muss ich einen anderen LKW nehmen. So, das wäre unser Weizen und Gerste, das ist alles. Gut, man kann auch kaufen, ne? Aber wie gesagt, das ist ja nicht gedacht, ne? Hier steht noch was. Kann man noch ernten. Aber leider hat das Land nicht.
Hier war der andere Großbauer aktiv. Aber KI-Bauer siehst du ja nicht, ne? Die sind ja immer. Die arbeiten immer nachts im Dunkeln und keiner sieht. Unsichtbar. So, Leerpaletten holen. Haben wir noch welche? Ich glaube schon. Und dann müssen wir immer Holz machen, ne? Muss mal zum PGH gehen, gucken wir noch arbeiten. Und wieder. Oh, die arbeiten noch. Das ist meine größte Sorge. Das hätte, du kannst den ganzen Tag hier fördern hier. Das ist okay. Wir müssen noch Gärreste hinfahren, also Gülle. Und Gärreste zur Düngerfabrik. Einer denkt im Winter nichts zu tun, der hat sich geirrt. Ne? So, wir nehmen jetzt den anderen Anhänger für Paletten. Dann werden wir gleich mal zum anderen BGH fahren und gleich mal die Silageballen da reinwerfen. Denn die brauchen das Geld noch für die Verpackungsfabrik. Da haben wir hier Hackschnitzel dafür zu liegen. Dann können wir gleich so ein Papier herstellen und ja. Also wir haben genug zu tun. Und wenn wir sobald alles läuft, können wir auf 5 fahren lassen. Und wenn es ein bisschen ja, vom Wetter nicht passt, dann können wir mal sagen auf 5 oder so. Ne? Und vor allen Dingen nachts auf 30. Und dann kriegen wir die Tage auch schnell rum. Weil im Dunkeln ist irgendwie. Das macht keinen Spaß. Ne? Und ich weiß nicht, ob das jetzt mit Schlafen funktionieren würde. Aber ich sag mal so, wir haben auch nachts zu tun jetzt, ne, mit den Schweinen und den Kühen. Die kannst du nachts gut versorgen, da oben ist überall Licht. Und wenn kein Licht da ist, kann man sich mal eins machen. Ne? Auf dem Feld ist es immer schlecht. So, jetzt holen wir erstmal die Leerpaletten. Das machen wir zuerst, damit die Malzfabrik arbeiten kann. Die Brauerei, dann können wir gleich Paletten Bier verkaufen. Ne? Bier und ein paar Fässer. Erstmal zum Sägewerk, das liegt ja gleich auf dem Weg. Und bin dicht daran, wenn wir den LKW hören, ne? So, wir fahren am besten oben rein. Wie gesagt, hier müssen wir noch Holz erbringen. Also hier ist echt Bedarf an Holz. Da ist aber noch kräftig. Oh, da sind Leopardinnen da. Ja, gut. Müssen wir kurz umstellen. Ja, in der nächsten Folge. Tschüss, ich sag mal heute. Danke fürs Reinschauen. Ich sag mal Tschüss und Winke. Ciao, ciao. Ja, es geht weiter, sobald es weitergeht, ne? Zur nächsten Folge. Tschüss und danke fürs Reinschauen.